Ich wusste selber nicht, dass wir selbst auch so ein... Ja, Kannibale will ich jetzt nicht nennen, aber... Es ist schon... Das war schon nicht so nice von ihm. Okay. Wir verfolgen jetzt mal die... Mutti? Und sind jetzt bei... Der Mutti? Ja, nein, vielleicht? Ja, vielleicht. Also überall sind ja auch diese Augen, ne? Die haben wir... Die haben wir ja auch. Ich muss hier gerade nur gucken, wo es hier lang geht. Und da bin ich mir immer noch unsicher, was diese Augen für uns symbolisieren sollen. Ja, einfach nur, I'm watching you. Weil überall sind hier diese... Diese Augen. Und was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich hier rein möchte. Dass wir jetzt hier hinter sind? Ist es gut, dass wir so sneaky gerade sind? Ist sie sonst geil auf uns? Also, wir brauchen mal wieder einen Schließler-Schlüssel für unten. Und sie macht hier einen auf... I don't know. Ob sie jetzt meditiert, betet, sich einfach nur hübsch machen will. Warum hat sie jetzt aufgehört? Hallo? Wo ist sie hin? Okay. Sie ist weg. Das muss jetzt aber nicht heißen, also ehrlich, das muss nichts Gutes heißen. Da bin ich ehrlich mit euch. So, das Einzige, was ich gut fand oder finde, ist... ...dass wir noch eine Semmel-Figur hier kaputt gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so lang rennen sollten. Und ich bin auch ganz ehrlich, diese Figuren, die sie da rumzustehen hat, diese... ja, Schaufensterpuppen-mäßigen Sachen, wo sie einfach ihre Klamotten ranhängt. Ja, die sahen jetzt auch nicht so... gut aus. Also gut im Sinne von, das sah sehr böse aus. Die hätte sich jetzt jederzeit da auch raussneaken können und hätte einfach sagen können, Hello! Da bin ich. So nach dem Motto. Ihr habt's doch gesehen, ich war doch slice. Drunter. Runter bin ich doch geslidet. Wie ein junger Gott. Okay. Wir sprinten, was die Kanne hergibt. Mach hier das Feuerzeug an. Okay, du kannst anscheinend nicht dauerhaft laufen.
Aber ich habe keine Ausdaueranzeige. I don't know. Ich weiß nicht, wie viel... Ja, moin. Da haben wir doch hier wieder ganz viel Spaß. Hier wird sie doch auch irgendwo wieder rumhängen, die Tante. Und uns das Leben schwer machen. Der Raum ist schön groß. Ich gucke mir den Raum auch gar nicht weiter an, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich renne einfach wahllos durch. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Spiegelkabinett. Was kann ich denn hier machen? Aha. Muss ich den mitnehmen? Jo. Hier standet vorher noch... Nicht hier. Was macht sie denn da hinten in der Ecke? Sollte ich jetzt zu ihr hingehen und ihr das Ding davor... Hallo? Warum verschwindest du? So, jetzt ist sie weg. Was war das? Nimm das. Wir müssen es wahrscheinlich ein paar Mal machen mit ihr. Super nice, super geil. So. Machen. Ich hätte jetzt gehofft, dreimal. Und dann ist sie weg. Ist sie aber nicht. So eine shitty McTitty. Okay, komm. Wo bist du? Das war eine ganz, ganz fiese, knappe Nummer war das. Okay. Jetzt haben wir es 5-mal gemacht. Reicht es? Okay, 6-mal. Haben wir sie jetzt kaputt gemacht? War sie das Böse? Das grundlegende... Böse. Wir haben Hunger. Und wir wissen, wir essen kleine Dreiecke. Das heißt, wir essen jetzt auch sie. Also sie. Komm her hier. Gib mir deinen Hals. Jawoll. Also eigentlich sind wir ja das Böse da. Oder? Also eigentlich nicht, aber... Was passiert jetzt? Was ist los? Alles gut? Hallo? Was passiert?
Okay. Also ich muss... Ich laufe jetzt... Only... den Gang lang. Fress ich jetzt alles böse? Also, nehme ich jetzt deren Aura auf? Also ich habe jetzt einige Fragezeichen. Das Game ist mega laut gerade wieder. Und wir gehen jetzt straight ahead auf dieses... auf das Auge zu. Okay. Die Räume der Herren, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Okay, also wir gehen anscheinend jetzt in den Ausgang. Haben jetzt das Spiel beendet? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Okay, wir gehen einfach. Und hier unten steht eine kleine Zipfelmütze. Okay. Das war's. An sich ist es ein Action-Jump-and-Run-Horror mit so einem Horror-Aspekt, so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz okay, ganz nice. Da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch den zweiten Part rausziehen. Wobei Stevie mir auch erzählt hat, dass wir, dass es dazu hier noch DLCs gibt. Wenn ich das DLC oder die drei DLCs, die es anscheinend noch gibt, zocken soll, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ansonsten danke ich erstmal fürs Einschalten. Schalte wieder ein, wenn es wieder heißt, wir spielen wieder Benny und Steve hier Horror Games. Bis dahin sagen wir erstmal, oder ich zumindest erstmal, reingehauen.